Nee, ein Tunnel ist 3. Oh, nicht 4. Hm. Ich bin zu doof zu zählen. Es sind nur 3 Schichten. So, dann einmal hier außen rum machen. Ich will auch keine Box Selection machen. Pflaume. Ich möchte. Nee. Genau dieses Ding hier anfassen. Nach da ziehen. So, danke schön. Na gut, ist geplant schon mal der Tunnel. Also das Tunneling, das heißt, wenn wir noch eins runtergehen, also diese Ebene fertig haben, können sie wieder zu den Tunneln. Wobei es jetzt dann wieder mal Zeit wird, sie zum Flat zu schicken. So. Damit kannst du jetzt zum Flatten rennen. Ihr füllt das mal wieder sehr schön chaotisch auf. Erwarte ich überhaupt noch was anderes von meinen Bricked Ones? Nee, nicht wirklich. Hauptsache, sie füllen irgendwas auf. Hauptsache, wir kommen voran. Ah ja, wenn man sich so ansieht, sieht der Steinbruch gar nicht mal so schlecht aus. Sieht auch ein bisschen realistisch aus, wenn man es so sieht. Also, dass immer Schicht für Schicht und dann von innen nach außen abgetragen wird. Erinnert mich so an ein anderes, sehr, sehr altes City-Builder-Spiel. Und zwar Herrscher des Olymp Zeus. Da konnte man nämlich Schiefer- und Marmorsteinbrüche errichten und die haben dann genauso gearbeitet. Hat man sehen können, wie immer so schichtweise das Zeug abgetragen wurde. Vom Marmor und vom Schiefer.
Gut, hier wird fleißig aufgefüllt, hier wird fleißig da weggenommen. Mir wäre es zwar ehrlich gesagt lieber, wenn sie ein bisschen ordentlicher wäre. Aber da gibt es leider nicht viel dran zu machen. Wir lassen sie so einfach so auffüllen, wie sie auffüllen. Sind zufrieden damit, dass sie es irgendwann mal schaffen. Die beiden rennen wirklich bis zum Rand, bevor sie aneinander vorbeikommen. Ist doch immer toll, oder? Manchmal haben die echt eine komische Art zu füllen.
Na, noch haben wir genug Steine. Also können wir noch ein bisschen weiter mit beiden Trupps füllen. Bevor wir die dann wieder zum Quarry und dann nachher zum Tunneln schicken. Können sie auch gleich zum Tunneln schicken. Dann graben sie halt nachher den Quarry weiter. Ist ja auch nicht so problematisch, denke ich mal. Auf jeden Fall auch hier füllen sie schon mal ziemlich gut, sind schon bei 140 runter. Also fast die Hälfte. Okay, jetzt können wir ein bisschen verschieben. Machen wir so. Ich glaube wirklich, der Rand, den ich als letztes verschiebe, nehmen sie dann als Anhaltspunkt. Kann gut möglich sein, dass die KI so tickt. Mal gucken. Werden wir dann jetzt dann ja sehen. Ihr gehört noch zu dem Quarry. Langsam sollte ich euch dann aber auch mal wieder zum Tunneln schicken. So. Alle beim Tunnel. Dann kann ja jetzt der Spaß losgehen. Ist das euer Ernst? Naja. Ganz ehrlich, ich lasse ihn mal machen. Also ich meine jetzt nicht der Ernst von den Victorn, sondern der Ernst von der Physik in diesem Spiel. Komm, sammel mal den Stein ein.
Und dann kannst du hier runterjumpen und dann ist alles gut.